Ja, Mann, ich bin jetzt auch voll online, ey. Volle Twitch-Power, ey. Mal gucken, ob das hier läuft, ey. Läuft das oder läuft das nicht? Läuft. Oh, was lädt der denn hier so lange? Oh, gibt's hier keinen Sound? Boah, Dominik, ey. Geht das vielleicht nochmal ein Stück lauter, ey? Da wär's ja wahnsinnig von. Ehrlich. Ah, okay. Deswegen. Ah, okay. Ah. Oh. Ey, Mann, jetzt ist noch ein zweiter deutscher online, ey. Jo. Ja, meiner da steht auch. Xbox One Livestream German HQ steht da. AD. So, das ist alles. Ja. Ja, ich. Warte mal, meins heißt Xbox One HQ HD German Livestream. Über 5 Mbit. Ja. Bitte? Ja, das Spiel ist ja mit dem Kanal verbunden. Warum läuft mein Stream hier nicht, Alter? Toll, Nico. Achso, jetzt geht's. Doch. Das. Nein. Das gibt's schon ganz lange. Bloß damals. Genau, damals hieß es Justin TV, richtig. Ja, das ist aber eigentlich Justin TV. Das ist jetzt nur ein anderer Name. Aber an sich gibt's das schon. Boah, bestimmt, glaube ich, 5 Jahre oder so. An sich gibt's das schon bestimmt 5 Jahre oder so. So. Ja, ist ja in Ordnung. Sag mal, wo finde ich hier die Simpson-Strecke, das, was du da meintest, das Moped? Ja, du meintest hier mit Simpsons und dass er da durch die Stadt fahren kann und so. Wo finde ich das Dingen? Ja, suchen und dann einfach nur nach Simpsons suchen oder was? Okay, dann mache ich das. Sonst. Aber ich du kriegst sowieso nichts zustande. Simpsons suchen. Also, wenn ich einfach nach Simpsons suche, dann findet der gar nichts. Wie hieß die Stadt da nochmal in Simpsons? Springfield. Soll ich mal nach Springfield? Doch, die war ernst gemeint. Boah, Alter. Das fiel mir jetzt einfach nicht ein. Ich weiß, wie die heißt, bloß das fiel mir jetzt nicht so ein, weil ich Simpsons so gut wie gar nicht gucke. Weiß aber, dass die Springfield heißt. Mir fiel das jetzt nur nie ein. Das ist alles. Ja, also Springfield finde ich ebenfalls nicht. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall nicht. Neueste leichte Strecken. Dann gucke ich da mal rein. Snowrun, Gipet, Dirt, Jumps, Auto, 2 Spieler. Ich guck mir das jetzt einfach mal alles an hier. Ugh.
Oh, ich habe einen Zuschauer. Guten Tag, Zuschauer. Ach, der Dominik ist das. Guten Tag, Dominik. Dominik, schreib mir doch mal was. Schreib mal hallo. Für eine verrotzte Strecke hier ist ja gar nichts, ey. Voll in die Buchs, ey. Was ist das für eine Scheißstrecke? Kann man sich so einen Kack einfallen lassen, nur? Oh, der King of... Oh, der King of the Dragon hat mir geschrieben, ey. Ist ja mal voll cool. Er hat Hallo geschrieben. Alter, was ist das denn für eine Strecke, die ich hier gerade fahren muss? Das ist ja mal voll der Rotz. Total hingeklatscht, der ganze Scheiß, ey. Ja, der Dominik sieht ja gerade, was ich hier für einen Scheiß fahre. Ja, und, worauf diese Anspielung jetzt wohl kam. Ja. Ja, mir wird die ganze Zeit ein Serverfehler angezeigt. Ich kann auch nichts dafür. Boah, ich kriege hier schon wieder Ubisoft-Serverfehler, ey. Alter! Ey, beim dritten Mal klappt das komischerweise immer. Du kriegst erstmal einen Daumen runter für deine Dreckskarte. Ja, empfehle dem mal, die sollen den mal den zweiten Stream hier anmachen. Dann können die uns über Dingens hier quatschen hören. Deine Leitung doch scheißegal. Du sendest ein Signal an den Twitch-Server und der verteilt das dann. Das ist egal. Bei dir könnten 100.000 zuschauen und das wird deine Leitung nicht beeinträchtigen weiter. Ja, natürlich ist die Quali scheiße bei dir. Thomas, du hast 61 Zuschauer gerade. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Dominik, hast du hier Trials schon mal gespielt? Dominik? Ach so, du bist am Count. Wo ist das? Ah, okay. Ja, er sieht ja jetzt gerade mal. Fuck, ey. Die lassen sich aber auch teilweise hier einen Scheiß einfallen, ne? Packst du die eher an der Birne? Teilweise so Ideen und Skripte, die eigentlich ganz cool sind, aber dann wiederum hauen die Steine so komisch übereinander, dass du gar nicht vernünftig hochfahren kannst. Zum Beispiel wie jetzt gerade das Level, was ich hier spiele. Boah, ey. So komisch angeschnitten, die Steine. So komisch übereinander gelegt, die Platten.
dass dein vorderes Rad einfach hochgeht. Boah, ich hasse es, wenn die Kamera einfach drehen, ey. Und du nicht mehr siehst, wo du hinfährst. Das ist so zum Kotzen. English Skills. Oh, das sah ganz cool aus. Aber trotzdem krass an der Mona. Wie können solche Strecken nur immer über 90% bekommen, ey? Ich verstehe das nicht. Die sind teilweise sowas von beschissen, die Strecken. Und dabei ist die Bewertung wirklich noch gut gemeint. Ja, toll, hier eine Strecke, die kannst du nur mit der Rabbit fahren, auch nicht schlecht. Diding. I have learned English for dummies. Bitte? Redensart, ja, in welcher Hinsicht denn überhaupt? Also das kommt einfach hier auf Klamotten. Also die Redensart an sich machst du eigentlich, es ist the figure of speech. Ja, nee, ist so. Aber das passt irgendwie nicht. Scheißstrecke hier. Was hat er denn geschrieben überhaupt? Auf jeden Fall, er hat Montage auf YouTube. Okay. Wahrscheinlich die, er meint damit wahrscheinlich die Tutorial-Videos, die du bei dir auf dem Channel hast.
der denn da gebaut? Ach du meine Güte. Warte. Wäre eigentlich ganz cool, wenn es vernünftig funktionieren würde hier. Funktioniert auch so. Ja, ich weiß. Ist bei mir auch so. Nö. Schön ist es immer dann, wenn sie unfreundlich werden und dann mit ihren German Nazi und so einen Scheiß kommen. Das hatte ich einmal bisher. Dabei habe ich nichts gemacht. Das war an dem Tag, wo ich für Xbox Dynasty Trials gezockt hatte, weißt du, die 3 Stunden. Da war einer so drin gewesen. Meinte da aufmucken zu müssen. Oh, hier sind aber auch Scheißstrecken dazwischen, also wirklich.
cool ist die Strecke? Wie cool ist das denn hier? Hier hat einer Need for Speed Strecke gebaut. Und da fährst du einen Wagen, der ist erstmal ganz, ganz langsam. Und der wird immer und immer schneller. Und du musst den dann da durchsteuern. Ich habe Avatar gesehen, ja. Ich weiß, ich habe die Strecke gesehen. Bitte? Ja, ich hatte die schon gespielt. Mit dem Need for Speed hier ist richtig cool gemacht, Diese Need for Speed Strecke, die ist richtig cool gemacht. Muss dich da auch voll konzentrieren, dass du nirgendwo reinknallst. Hast du gespielt? Wow. Das Schiff ist auch cool. Ach, und jetzt haben wir auch eine Verfolgungsjagd. Ja, wie cool, ey. Erstmal voll von nur noch 60 Sekunden geklaut, ne? Wo du da über den Laster da am Ende springst. Cool. Hat mir schon gefallen, ey. Noch ein bisschen mehr dran dann fallen, dann ist das richtig cool, ey. Das sind so die Sachen, wofür es sich lohnt, das sich anzuschauen. Ja, ist doch nichts Neues. Rainbow Road. Ey, solche Titel hier, ne? My Track, Street. Kann doch nur scheiße sein. Sag dir mal, es gibt da so schöne Seiten wie X-Hamster und Co. Da kann man wunderbar Filmchen gucken. Ja, dann hast du zum letzten Mal deinen Account benutzt, da glaube ich mal.
Obwohl, ich habe letztens einmal ein bisschen Knight Rider drüber gestreamt, zum Ausprobieren, ob das klappt. Das ging auch. Mann, ist das ein scheiß Track. Unglaublich. Erstmal direkt einen Haken nach unten. Ja, ja. Wie können solche Strecken immer Bewertung über 75% kriegen? Ey, ich schnall das nicht. Die drücken doch einfach nur die Leute. Die machen sich überhaupt gar keine Gedanken darüber, was die da drücken. Ja, die drücken einfach. Habe mir gerade auch gedacht. So gut, ja. Sag mal, Dominik, der Titanfall-Controller, bietet der eigentlich noch irgendwelche Extras oder ist das nur das Äußere? Okay. Ehrlich, ey, die Strecke, die hat 76% gute Bewertung, ey. Das ist nur eine Strecke aus einem Editor rauskopiert und dann hat der da ein paar Bretter drüber gebaut, dass du die kaum schaffen kannst, ey. Das ist doch total hirnrissig. Ehrlich, also so Tracks wie My Tracks und so, das fange ich, glaube ich, erst gar nicht mehr an. Das kann immer nur scheiße sein. Ja. Ist natürlich auch doof, dass die solche Erfolge machen, von wegen erstellen eine Strecke und lad sie hoch. Weil dadurch werden zwangsläufig